Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Mr. Mör, Let's Player schon seit knapp 3 Jahren, würde ich behaupten. Und ich gehe mit euch zusammen durch das Spiel Gothic 3, dem berühmten Gothic 3, das den meisten Leuten nur durch seine Bugverseuchtheit beim Release bekannt ist. Gothic 3 ist der dritte Teil des Gothic-Franchise, einer Rollenspielserie aus Deutschland, die dafür bekannt geworden ist, vielleicht spielerisch ein wenig sperrig zu sein, aber atmosphärisch und in der Welt eine ganz besondere eigene Note zu haben. Man sagt nicht umsonst, ich muss Wildschwein gehen oder ein volles Pfund aufs Maul. Ja, wir spielen diesen Teil zusammen. Ich werde euch durch dieses Spiel geleiten, mit euch zusammen das Spiel erleben. Ich habe es tatsächlich schon mal einmal fast durchgespielt, ist aber allerdings auch wieder ein paar Jährchen her, ist fast beim Release gewesen, ich glaube 2007 oder dergleichen. Und des Weiteren muss ich anmerken, dass ich zur Zeit dieser Aufnahme noch ein wenig krank bin und mit erkältungstypischen Symptomen wie Husten oder ja, ein bisschen trockener Hals zu kämpfen habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich das ab und an mal huste. Ich versuche mich immer rechtzeitig zu muten, aber man kann es nicht immer recht machen. Gut, wir werden natürlich ein neues Spiel anfangen. An dieser Stelle muss ich mal sagen, für alle die jetzt Fragen haben, wieso ich jetzt Gothic 3 anfange, für meine jetzigen Zuschauer, die das zeitgleich zum Release dieses Videos gucken, guckt einfach mal in die Beschreibung, dort ist alles erläutert. Gut, neues Spiel, neues Stil. Der Ladebildschirm ist übrigens enorm lange, gerade wenn man aufnimmt. Das Spiel hat es nicht so mit der Performance. Mein Rechner ist der Gothic 3 Zeit, die 2006 war, um einiges voraus, ist schließlich ein top aktueller Rechner aus 2011. Allerdings hat dieses Spiel trotzdem performance-technische Schwierigkeiten, muss ich jetzt schon mal an dieser Stelle anmerken. Das heißt, es wird tatsächlich Ruckler geben, allerdings nur, wenn man neue Städte betritt oder die Welt sich aufbaut, etc. Ich kann es leider nicht ändern, ich habe alle Patches drauf, die es gibt und etc. etc., aber manchmal ist das Leben hart. Und ja, ich sollte definitiv auf Steam rausgehen. Aber ich möchte euch jetzt eigentlich das Intro zeigen. Ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, ein riesengroßes Dankeschön an den guten Carpilot sowie an Derojas. Der Derojas hatte mir Gothic 3 Götterdämmerung auf Steam geschenkt, aus freien Stücken. An dieser Stelle riesiges Danke an diesen freundlichen Kerl. Ich liebe es, also das war wirklich, da hat mein Herz Sprünge gemacht in die Luft, muss ich sagen. Werde ich danach, nach dem erfolgreichen Let's Play dieses Haupttitels auch präsentieren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich rein. Ja, das Spiel kennt seine Ladepause, muss ich sagen. Und ja, es tut mir unglaublich leid, dass da unten im Steam ständig meine Freundschaftsanfragen ins Bild ploppen. Aber so ist das nun mal manchmal, wenn man vergisst, sein Steam auf Offline zu stellen, während man gerade auch Let's Playt. Eine sehr schlechte Eigenart, aber so manches Mal muss man da durch zusammen mit euch. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel auf dieses wunderschöne Let's Play und ich werde es durchziehen, ich habe es versprochen. Insofern, wundert euch da nicht. Und ja, ich habe übrigens Erfahrung mit dem gesamten Franchise. Ich habe sowohl den ersten als auch den zweiten Teil durchgespielt, bin deswegen auch relativ kundig der Gothic-Welt bzw. Handlung. Ich kenne die meisten Protagonisten. Ich habe auch bestimmte persönliche, freundschaftliche Beziehungen mit diversen Hauptprotagonisten der Handlung. So wie habe ich Risen gespielt, also bin eigentlich ein relativ großer Gothic-Fan. Und jetzt geht's auch endlich los, so ja. Hoffe ich.
Und im Gegensatz zu allen anderen Gothic Teilen, wo es immer ruhig zugeht, kloppen wir uns erstmal hier durch das Spiel direkt, weil wir im dritten Teil direkt als erfahrener Held starten. Und ihr seht, das ist das Kampfinterface. Im Gegensatz zu den anderen Gothics ist es nicht mehr ganz so sperrig, liegt aber auch daran, dass es schon ein bisschen neuer, sag ich mal, in Anführungszeichen ist. Und wir kloppen jetzt erstmal dieses schöne Sklavenstädtchen der Orks frei, das am See liegt, wo wir gerade angekommen sind. Man muss dazu sagen, die Handlung des Spiels ist so, nach dem zweiten Teil ist unser Held nur unterwegs in dem Hauptland. Vorher war er auf Corinis, einer Insel, glaube ich, beziehungsweise, ja, einer Mineninsel, wo die Gefangenen hingeschickt wurden. Und nun ist er tatsächlich auf dem Festland, dessen Name ich vergessen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Oh, stirb, du blöder Scheiß-Ork! Und dort, ja, schauen wir uns jetzt die Lage an. Wir haben ehrlich gesagt noch... Ja, wie ist die Lage? Schön Klickzoom ist in Gothic auch da. Ja, wir haben bis jetzt noch nicht wirklich viele Informationen. Wir wissen nur, dass die Orks anscheinend hier ordentlich Rabauts gemacht haben. Zu unserem Missgunsten. Und jetzt hier, wie man sieht, schön... die Menschheit versklavt, was ich nicht dulden werde, stirb! Und ja, wir schnetzeln gerade in Person eines Helden irgendwie 300 Orks runter. Das kann hier schon mal vorkommen. Wir haben natürlich auch den Bogen, den zeige ich der Vollständigkeit halber einmal. Kann hier schön zielen mit Kimmer und Korn, beziehungsweise so halbwegs. Da habe ich dem gerade mal gegeben. Ich hoffe, er hat den Sklaven nicht getötet. Die Sklaven können nämlich tatsächlich sterben. Ja, und jetzt werden wir hier unsere Reise beginnen in dieser lustigen Stadt hier.